Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute zu einem Kampfblaser-Kampf im freien Modus gegen eine Japanerin, die drei Pokémon dabei hat. Tentoxa, Quaxo und Unharfinir, ein wirklich starkes, aber auch sehr spezielles Team. Ich setze da mehr auf physische Pokémon, muss man fairerweise sagen. Cavalanza, Stauros sind physische Angreifer und Apokalyp werden wir auch noch sicherlich sehen, was das denn so Geheimes drauf hat. Jo, ich würde sagen, wir fangen mal an im Kampfblaser-Modus heute ausnahmsweise, wie gesagt. Und ja, war ein interessanter Kampf gewesen, muss man fairerweise sagen. Also, ich habe mit Apokalyp begonnen und sie mit Tentoxa. Das ist für beide so eine Win-Win-Situation, muss man fairerweise sagen. Sie hat sich hier entschieden, die Spezialverteidigung meines Apokalyp um 2 Stufen zu senken, was definitiv nicht verkehrt ist. Und ich habe mich entschieden, Bizarro-Raum zu spielen, denn Tentoxa ist nicht gerade wirklich langsam. Hat, glaube ich, eine 110er Base-Initiative, also das Ding ist ganz schön schnell. Ja, Apokalyp zurückgerufen und Cavalanzas in den Kampf reingerufen. Cavalanzas ultra langsam und dementsprechend hier natürlich gegen Tentoxa eigentlich im Vorteil. Und da habe ich Barriere gesehen, mir nur gedacht, oh, das könnte etwas problematisch werden. Ja, Schlagbohrer trifft, zieht massig viel ab, muss man fairerweise sagen. Aber dank der Barriere überlebt Tentoxa hier, Siedewasser kommt. Was ein Glück, kein Burn. Ansonsten wäre das hier noch ganz anders ausgegangen. Ja, man sieht dieses Tentoxa sehr, sehr stall-lastig hier mit Giftschleim und Schutzschild sowie Barriere. Ja, ganz schön gefährlich, das liebe Tentoxa hier. Und ein ziemlich, wirklich ungewöhnliches Set, das man nicht alle Tage von Tentoxa sieht. Er ruft zurück auf Unharfinir, was natürlich ein grandioser Zug ist, denn er sieht zum einen, dass ich gebunden bin mit Wahlband, die Dimension wieder normal ist und er im Prinzip freie Attackenwahl hat, denn ich muss jetzt hier an der Stelle eigentlich zurückrufen und rufe auf Tauros rein. Ja, Draco Meteor kommt, trifft und vernichtet das Ziel, daraus mache ich kein Geheimnis, also bei Tauros können wir uns direkt verabschieden. Zum Glück ist der Spezialangriff drastisch gesunken, das heißt, er wird wahrscheinlich im nächsten Zug wieder zurückrufen. Das heißt, ich kann auch Cavalanzas wieder in den Kampf rufen. Und so ist es auch, er ruft zurück auf Quaxo. Ja, natürlich kann das Niesel. Und dementsprechend gibt es jetzt erstmal einen kleinen, feinen Regenschauer. Ich habe mich entschieden, Abschlag einzusetzen. Die hieß Pomon trägt ein Item. Ja, hat die Hälfte der KP circa abgezogen. Cavalanzas zurückgerufen, hier von der drohenden Hydropumpe gerettet und ja, Apokalyp reingeholt. Und ja, die Movesets werden immer ungewöhnlicher, es kommt Abgesang. Ja, das heißt, nach 3 Runden ist mein Apokalyp Geschichte, wenn ich denn nicht wechseln kann oder sollte. Ja, er entscheidet sich jedenfalls zurückzurufen hier auf Unharfinir. Ich habe mich entschieden, Irrlicht einzusetzen. Auch wenn die gegnerischen Pokémon nicht physisch sind, ist es definitiv nützlich, ein Pokémon brennend zu haben. Ja, Unharfinir wird früher oder später an der Verbrennung krepieren. Aber ich muss auch aufpassen, Apokalyp rechtzeitig zurückzurufen. Denn ansonsten ist Apokalyp Geschichte, obwohl es nichts gemacht hat. Organ trifft und verwirrt das Ziel. Hingegen wird durch Tastfluch der Orkan blockiert. Ja, ich verletze mich natürlich. Obligatorisch. Ja, dementsprechend Überreste halt einige meiner KP auf. Der Gegner kriegt Verbrennungsschaden durch die den Irrlichtverbrennung. Ja, ich muss hier an der Stelle zurückrufen. Es gibt also einen Double Switch-Out, denn das liebe Unharfinir ist auf eine Attacke gebunden. Und da diese jetzt blockiert ist, wäre es nur in der Lage, Verzweifler einzusetzen. Ja, dementsprechend kommt hier ein doppelter Wechsel hier auf Cavalanzas und ich habe mich direkt entschieden, Cavalanzas direkt wieder zurückzurufen, denn es könnte ja auch Siedewasser, Hydropumpe oder Surfer beherrschen. Und Apokalyp tankt das natürlich alles wunderbar weg. Es kommt die stärkste Attacke Hydropumpe. Ah, macht schon viel Schaden dafür, dass ich ein Wasser-Pokémon bin, aber ja, was ein Glück ist, Hydropumpe auch gleich wieder blockiert. Das heißt, Quaxo ist nicht mehr in der Lage, hier wirklich effektiv mit der Wasserattacke anzugreifen. Das heißt, der Gegner muss schon wieder zurückrufen. Kommt hier
wieder mit Tentoxa in den Kampf. Und das war natürlich der idealste Zug für mich hier, den Bizarro-Raum rauszuholen. Denn Bizarro-Raum verschafft mir hier gegen dieses gegnerische Team doch einen immensen Vorteil. Tauros ist ja sowieso schon kampfunfähig. Von daher habe ich nur noch ziemlich langsame Pokémon übrig. Ja, Tentoxa will hier natürlich wieder seine Barriere rausholen. Da mir das klar war, habe ich auch entschieden, Tentoxa zu verbrennen. Selbst wenn hier Schutzschild gekommen wäre, hätte ich im nächsten Zug wieder Irrlicht einsetzen können. Aber mir war klar, dass hier natürlich Barriere kommen muss. So, weil ich hier natürlich auch Karolanzas hätte zurückrufen können und das wäre für Tentoxa ziemlich gefährlich geworden. Er hätte hier auch stallen können, wieder mit Schutzschild und ähnlichem. Ihr wisst Bescheid. So. Tentoxa kassiert Verbrennungsschaden. Ich rufe derweil mal zurück auf Karolanzas. Er mit Säurespeier will hier natürlich wieder die Spezialverteilung senken von Apoqualyp. Nichts ahnen, dass ich hier natürlich wechsle. Ja, Kavalanzas hier in dem Bizarro-Raum natürlich ultra schnell. Und da ich einen Fehler wie vorhin vermeiden wollte mit Schlangenbohrer, habe ich mich diesmal für Philander entschieden, das immerhin Step hat. Und ja, auch ein Tentoxa KO kann nach einer Barriere. Ja, da kommt jetzt Quaxo in den Kampf. Fängt mal wieder an zu regnen. Richtiges Herbstwetter in diesem Wi-Fi-Battle. Ja, da habe ich wieder den Philander eingesetzt. Mit einem Walband ist er auch ziemlich durchschlagskräftig hier gegen Quaxo und auch Quaxo muss passen. So, leider ist die Dimension wieder normal. Der eine Zug, den ich hier gebraucht hätte, fehlt mir. Ja, er sieht natürlich wieder das Walband. Geht hier auf Organ. Und meine Damen und Herren, ich bin verwirrt. Und obligatorisch in jedem Wi-Fi-Battle auch immer wieder tut man sich gerne einmal wegen Verwirrung selbst verletzen. Ich meine, das wäre die spielentscheidende Stelle gewesen, aber ey, es kann ja natürlich noch ein bisschen spannender werden. So, es ist ein 101 Apoqualyp gegen ein Unharfinier, das auf Orkan gebunden ist. So. Natürlich war es klar, dass ich hier schnellstmöglich wieder Bizarro-Raum rauskriegen muss, denn ansonsten habe ich überhaupt gar keine Chance hier gegen Unharfinier auch nur im entferntesten Haar zu werden. Das heißt, im Moment bin ich hier natürlich mit Bizarro-Raum schneller und kann mich hier einfach mit Genesung gegenheilen. Was natürlich eine ziemlich riskante Sache ist, denn ein Volltreffer von Orkan und Apoqualyp steht hier ziemlich schlecht da. So, Orkan trifft ein zweites Mal. Und ja, es verwirrt Apoqualyp, warum auch nicht? Ist ja so selten in diesem Wi-Fi-Battle passiert. So, Verbrennung schadet. Und gucken wir mal, ob die Verwirrung schadet. Das wäre sehr fatal. Zum ersten Mal in diesem Wi-Fi-Battle komme ich mit Genesung durch. Apoqualyp steht jetzt hier sehr, sehr gut da. Auch Kahn. Und es kommt, wie es kommen muss. Das Fluch blockiert Orkan. Der Regen ist weg. Apoqualyp erholt sich mit der Überreste. Es gibt Verbrennungsschaden. Und ein seltener Moment in einem Wi-Fi-Battle. Eine Japanerin gibt auf. Und scheiß, die hat aufgegeben an dieser Stelle. Aber gut. Verzweifler wäre typenlos gewesen. Dementsprechend hätte es auch ein Geist-Pokémon getroffen. Was gibt's noch dazu sagen? Ah, richtig, hätte Verzweifler nicht ausgereicht, hätte es, glaube ich, sind's ein Viertel? Ich glaube, mittlerweile sind's ein Viertel der KP an Rückstoßschaden erhalten. Also, Unharfinier hätte nur noch einen Zug überlebt, also mit Verzweifler und Verbrennung hätte es 37,5% an Schaden alleine bekommen. Und wenn ich dann noch Siede Wasser eingesetzt hätte, hätte es sowieso gereicht. Ja, hier mit Tastfluch, das war im Prinzip die entscheidende Schlüsselstelle gewesen, weil im Regen hätte das Siedewasser unmöglich auf Unharfinier gereicht, um hier es zu besiegen. Einen anderen Angriffsmove hatte ich nicht. Apoqualyp ist eher so defensiv ausgelegt, aber ich denke, das hat man auch gesehen. Ja, Tauros aufgeopfert schon förmlich gegen Draco Meteor. Hätte ich einfach mal mit Quarolanzas drin geblieben wäre, wäre ja noch ziemlich interessant geworden, was dann der Gegner gemacht hätte. Weil für Tauros hätte es auf definitiv auf minus 2 nicht mehr gereicht, es zu besiegen. Ja, so war der Gegnerin hier auf Draco Meteor gebunden gewesen, musste zurückrufen. Und das war auch so im Prinzip die Schlüsselstelle hier, dass hier natürlich die Gegnerin immer auf eine Attacke angewiesen war. Und dementsprechend natürlich auch wechseln musste.
Ebenso wie bei Cavalanzas, aber was sich natürlich im späteren Verlauf als positiv herausgestellt hat, dass es das Walband getragen hat, im Rückendeckung noch den Bizarro-Raum hatte und somit mit viel Länder eigentlich das Team hätte wegsweepen können, wäre der Bizarro-Raum halt nicht im letzten Zug weggegangen. Ja, aber prinzipiell, wer jetzt sagt, warum hast du Irrlicht eingesetzt und nicht direkt zurückgerufen, ja, hätte sie dann mit Schutzschild auch diesen genau exakt einen Zug ausgestallt. Von daher wäre es summa summarum auf selbe hinausgelaufen. Ja, deshalb, meine Damen und Herren, war das ein wunderschönes Wi-Fi-Battle, wie ich finde, auf dem Kampfblaser. Ungewöhnlich lange, muss man fairerweise sagen. Also, in Erinnerung habe ich so meistens so 10 bis 15 Turns maximal bei 3 Pokémon. 22 war das schon relativ lang. Jo, wenn es euch gefallen hat, liken und favorisieren hier nicht vergessen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Ja, ihr könnt natürlich eure Freundescodes unten in die Beschreibung reinschreiben. Ja, und ich sage hier an der Stelle natürlich bis dann. Servus und ciao, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums.